Euch habe ich ja völlig vergessen. Wie konnte das denn passieren? Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Santos informiert Folge. Und es ist nicht irgendeine, sondern tatsächlich ein Jubiläumsvideo. Das 100. Video hier auf meinem Kanal Santos Film. Das ist doch Applaus wert. Jawohl. Ja. Ich bedanke mich erstmal an dieser Stelle für über 1000 Abonnenten auf meinem Kanal, über die ganze positive Rückmeldung, die ich erhalten habe zu meinen letzten Projekten, unter anderem zweispurig. Da sind einige Kommentare reingekommen, die haben mich wirklich berührt und es freut mich, das zu lesen, dass viele dieses Thema wirklich toll fanden und dass es auch realitätsnah gefilmt worden ist. Und ja, genau das wollte ich ja erreichen, eine Geschichte erzählen, die wirklich auch realistisch ist und die bewegend ist. Ne, es ist kein leichtes Thema gewesen. Ich hatte zuerst immer so Bange gehabt, wird das was oder nicht. Ja, um das dazu zu sagen. Aber darum soll es heute eigentlich ursprünglich nicht gehen. Es geht eher um kommende Projekte, die ich jetzt mache. Unter anderem The Doll Teil 2. Dieser Film ist nun endgültig abgedreht, hat Goldstatus erreicht. Nach 5 Monaten Drehzeit haben wir den Film nun fertiggestellt und er wird am 27.10. im Hansa-Kino Sieke vorgeführt. Ja, ich freue mich da riesig drauf auf die Premiere. Das erstmalig wird er da zu sehen sein und ja, ich blende euch einfach mal eben den Trailer kurz ein. Wer bist du denn? Was hast du für ein schönes Kleid an? Und deine Zöpfe sind auch so schön. Psst, sei ruhig! Sie steht direkt hinter dir. Wer? Das aber! Lass diese Puppe los! Was ist denn nur mit dir? Guten Tag, Nico Sandhorst. Guten Tag. Ich bin der Regisseur von The Doll Teil 2. Schön. Schön. Ich auch. Zugleich auch Kameramann, Produzent, Cutter, Drehbuchautor und... ja. Geile Sau. Das ist viel. Color Grading mache ich auch noch. Das ist viel. Color Grading. Ja, Color Grading, ja, ja, klar. Das sind viele Sachen. Ist es nicht so schwierig zu halten? Ja, schon, aber sehr zeitaufwendig, aber es macht Spaß. Und wie lange arbeitet ihr schon mit Jens und Hartmut? Och, noch gar nicht mal so lange, ne? Wann haben wir angefangen zu arbeiten zusammen? Zusammen, also für den Film oder generell? Generell. Das war Handwerker, die Folge 10, die Maske. Aber das ist schon ein Jahr, anderthalb Jahre her. Da können wir sogar so lange. Nee, noch so lange noch nicht, nee. Aber wir haben schon einige Werke geschafft. The Doll 1 haben wir gemacht, zweispurig. So, da habt ihr den Trailer gesehen und noch ein paar Eindrücke hinter den Kulissen bekommen. Der Dreh von The Doll 2 hat 5 Monate circa gedauert. Es waren insgesamt, denke ich, 8 Drehtage gewesen, die wir da gebraucht hatten, die verteilt waren in den 5 Monaten. Es brauchte sehr viel Vorbereitungszeit natürlich, um das alles so auf die Beine zu stellen, wie wir es haben wollten. Wir haben verschiedene Locations ausgesucht. Unter anderem haben wir im Wawasand in Stur gedreht, in einem Waldstück. Das war echt schön gewesen da, mit den Sanddünen und so weiter und so fort. Es ist echt schön da und ja,
Locations waren mir sehr wichtig diesmal, weil The Doll Teil 1 ja überwiegend in einer Wohnung gedreht worden ist, musste der zweite unbedingt irgendwie ein bisschen Abwechslung rein und dann haben wir uns halt diese Drehorte, diese wunderschön ausgesucht, ein paar verschiedene Locations, auch mit der Kirche und so. Es musste einfach ein bisschen mehr Abwechslung rein. Ich will meine Filme nicht immer linearisch irgendwie langweilig machen. Ich möchte mich ja verbessern, stets, und deswegen Location ist immer ein ganz wichtiges Thema. An dieser Stelle nochmal ein großes Danke an alle Beteiligten, die dort mitgewirkt haben an dem Projekt The Doll Teil 2. Vor allem auch die Kinder, die wirklich tolle Arbeit geleistet haben. Ganz große Klasse, 2 Daumen gibt's von mir nach oben. Mathilda, Timon, super gemacht, also in dem Alter, super Einsatz gezeigt und keine Scheu, keine Reue, alles wunderbar gelaufen. Und ihr werdet euch bestimmt auch freuen auf die Premiere, euch dann selbst auf die große Leinwand zu bestaunen. Ja, ist immer was ganz Besonderes, denke ich. Und ja, es ist zwar ein Horrorfilm, aber für die Kinder lief alles wunderbar, es war jetzt auch nicht so schlimm, ne? Und ich denke, wir haben das alle gut gemeistert. Wir haben in 2024 noch Schuldgefühle gedreht, ein Kurzfilm, der sehr untergegangen ist auf meinem Kanal, sehr wenig Aufrufe hat, der irgendwie überhaupt nicht angekommen ist. Ich denke, das Thema war auch nicht so besonders und es ist halt ein Dialogfilm, der ziemlich langweilig gestaltet ist in dem Sinne jetzt. Also ich wollte ihn unbedingt gemacht haben, ich hatte das Drehbuch dazu geschrieben, aber es war halt, ja, schauspielerisch gut von beiden. Jens Schütte und Stefan J. haben dort mitgewirkt. War okay, aber das Thema war halt ein bisschen lame, also ich fand, ja, nicht gut. Ne? Muss ich selbstkritisch sein, nicht optimal gelaufen. Der Stefan J. hat mir außerdem noch ein Drehbuch zugeschickt, was er verfasst hat, was dann wahrscheinlich auch noch demnächst irgendwann mal, wenn Zeit ist und wenn ich die Leute dazu finde, verfilmt wird. Es geht dort um eine geheimnisvolle Kette, da könnt ihr sehr gespannt drauf sein, wann das dann soweit sein wird. Außerdem habe ich im 2024 auch noch den Vogelpark Walsrode besucht. Das Video wird auch demnächst hier auf meinem Kanal erscheinen, würde ich mal annehmen, direkt nach diesem Video hier. Ich hatte ja schon 2018 den Vogelpark Walsrode besucht und nun habe ich es erneut getan. Es hat sich einiges getan. Ich habe richtig schöne Bilder und Videos für euch einfangen können. Und ja, mir gefällt das Video einfach. Es ist eine schöne Atmosphäre. Die Vögel sind alle wunderschön und ja, das Video muss man einfach gesehen haben. Es ist einfach toll. Ne? Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ja, was kann man noch sagen? Wir haben zukünftig noch einiges vor. Es soll wieder ein Langzeitfilmprojekt nach The Doll 2 stattfinden. Und zwar geht es dort um einen Actionfilm. Nach Fette Beute 2 habe ich ja schon lange keinen Actionstreifen mehr gedreht, der ein bisschen pfiffiger ist. Und es geht dabei um Kanita. Es ist eine thailändische Auftragskillerin. So viel kann ich schon mal verraten. Es wird auf jeden Fall interessant werden. Mehrere Locations werden dafür ersucht und ich und Jens Schütte machen uns dann wieder an das Drehbuch ran, um dann eine spannende Geschichte niederzuschreiben und sie dann zu verfilmen. Also ich freue mich da schon riesig auf dieses Projekt. Das ist irgendwie ein ganz besonderes Projekt für mich und nach The Doll 2 habe ich auch wieder Bock auf was anderes. Ein bisschen Action, ne? Kann auch nicht schaden. Ich freue mich darauf und ja, da dürft ihr auch dann ganz gespannt drauf sein. Solltest du jetzt da draußen auch Lust haben, mal in so einem Videoprojekt mitzuwirken? Hab keine Angst, schreib mich ruhig privat an über Instagram, Facebook, Sandhorstfilm. Wir freuen uns immer über neue Gesichter, die mitmachen möchten. Natürlich muss nebenbei gesagt sein, wir machen das alle aus Leidenschaft, hobbymäßig, ehrenamtlich. Also ein kleines Honorar, darüber lässt sich auch mal reden, aber sonst machen wir das überwiegend halt aus Spaß. Das muss nebenbei gesagt sein. Jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ich habe Spielraum Stur e.V. besucht. Das ist eine Theatergruppe. Von einem Kollegen aus war ich dort gewesen und ich war wirklich, wirklich begeistert. Sie haben das Stück Doof gelaufen gezeigt, das nun mehrere Aufführungen hatte dieses Jahr. Ist leider jetzt vorbei, ne? Aber sie machen ja immer mal wieder was und es lohnt sich wirklich, da mal vorbeizuschauen. Die machen das wirklich super, die spielen alle super. Also ich kann da nur meinen Hut vorziehen. Also ganz, ganz toll, wie die das so machen, weil Theater ist nochmal was ganz anderes als Filme machen, ne?
da musst du erstmal über die ganze Distanz hin deinen Text können. Du musst dein Spiel gut beherrschen. Es muss mehrere Proben geben, bis sie dann diese Aufführungen machen können. Da steckt wirklich viel Arbeit hin. Und die machen das auch alles ehrenamtlich. Und also finde ich ganz, ganz toll. Und davon möchte ich euch mal gerne ein paar Ausschnitte zeigen. So, ich lasse ihn jetzt rein. Stell dich hin. Und nu? Keine Ahnung. Ja, wir könnten ja noch eine Geisel nehmen. Zwei Geiseln, doppelte Kohle. Ja, oder drei. Ich meine, drei Geiseln, das wäre noch was. Ist schon ein bisschen übertrieben, drei, oder? Oh, Sebi. Küsschen. Darf ich mal kurz eine Frage stellen? Also da, wo ich herkomme, da stellt man sich erstmal vor. Ja, ich bin Harry. Hallo, Harry. Ja, darf ich jetzt eine Frage stellen? Du tust es doch längst. Ja, wer gehört jetzt hier eigentlich zu wem? Achso, weißt du, das ist ganz, ganz einfach. Guck, wir vier gehören in eine WG. Jules und Sebi hatten eigentlich einen Plan, Sebi ist dann relativ schnell ausgestiegen, aber das ist wirklich kein Problem, weil jetzt arbeiten wir alle gemeinsam, auch wenn Jules und Vicky ein klein bisschen zickig sind vielleicht. Naja, und die anderen beiden sind halt die Geiselnehmer. Die anderen beiden? Ach so, der andere ist noch ein wenig außer Gefecht. Ist ihm etwas zugestoßen? Er hat zugestoßen. Ja. Und warum stand das Telefon vorhin da draußen? Naja, damit die nicht raustelefonieren. Und was wollt ihr jetzt hier eigentlich erreichen? Na, Geld. Autos. Eine gute Gemeinschaft. Und deswegen brauchen wir noch eine Geisel. Tut mir leid, aber daraus wird nichts. Warum nicht? Naja, sowas funktioniert nur so lange, bis sich jemand freiwillig meldet. Und naja, ich war eben der Einzige da draußen. Echt lustig, oder? Das ganze Video kann ich euch leider nicht präsentieren hier auf meinem Kanal, weil Urheberrecht geschützt. Da müsst ihr dann leider dann schon dort hingehen und die Aufführungen von denen anschauen. Aber ich kann euch nur versichern, es ist echt toll und es lohnt sich, dort hinzugehen, vorher Karten zu reservieren und dann dieses wunderbare Stück anzuschauen. Oder halt andere Stücke, die sie machen. Also das letzte war auch schon ganz toll. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, das war's dann auch schon. Ich möchte euch nicht weiter vollquatschen jetzt. Ich denke, ich habe das Wichtigste jetzt gesagt. Es kommen natürlich noch weitere Projekte jetzt in Zukunft, die ich hier schon angepriesen habe bereits. Kanita, das große Projekt, aber auch weitere kleine Projekte, Geständnis und Pipapo. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und ich hoffe, dass wir da auch alles hinkriegen, so wie wir es uns wünschen. Und ich wünsche euch noch ein gesundes Jahr und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, Kakao. Woo.